Servus und hallo, willkommen bei Luxify bei einem neuen Review. Eigentlich wollte ich euch heute beglücken mit einem Top 10 Video der schönsten Neuheiten der Geneva Watch Days, die ja diese Woche stattgefunden haben. Aber manchmal kommt es anders. Und als ich diese zwei Böxli hier auf dem Schreibtisch hatte, da habe ich gedacht, okay, da müssen wir nochmal überlegen. Nee, eigentlich habe ich das nicht gedacht. Es war eigentlich ganz klar, das muss ich vorziehen. Worum geht's? Ich will euch gar nicht auf die Folter spannen. Ihr habt es an der Videobeschreibung eh schon gesehen. Es geht um Tudor, um die neuen Pelagos-Modelle, um die Pelagos 39. Oder eher das Pelagos-Modell, denn es gibt nur eines, was mit zwei Bändern kommt. Aber ich habe zwei da. Das Ganze war eine Überraschung diese Woche, da hatte niemand mit gerechnet irgendwie so richtig, was da rauskommt und dass da was rauskommt, und ich muss sagen, es hat mich gefreut, weil bei dem ganzen Black Bay Geschichten war die Pelagos eine Uhr, die immer mehr ein Schattendasein fristete, und das hatte sich geändert letztes Jahr, als die FXD rauskam. Und jetzt ändert es sich nochmal mit eben der Pelagos 39. Die Uhr ist, wie der Name schon sagt, 39 mm groß, ergänzt somit die großen Pelagos-Modelle mit ihren, hilft mir, 42, glaube ich, sind es, 42 mm. Und was geblieben ist, ist der Werkstoff. Der ist Titan. Titan Grade 2, um genau zu sein. Und ja, warum ist es Titan Grade 2? Da sagt Tudor, weil eben Titan Grade 2 einen dunkleren Farbton hat und dass man das gerne haben wollte, so gegenüber Grade 5. Es ist nun aber auch so, auf der anderen Seite muss man sagen, Grade 2 ist ein bisschen weicher, lässt sich leichter verarbeiten und ist somit wahrscheinlich in der Herstellung auch ein bisschen günstiger. Titan, ihr kennt mich, ihr wisst, ich bin nicht so der allergrößte Fan dieses Werkstoffs, auch wenn es notgedrungen ich mich immer mehr da so ein bisschen rein teste und reinfasse. Aber fangen wir doch an mit dem Unboxing. Also wir haben hier die Box und typisch Tudor, und wenn man die aufmacht, dann haben wir diese Box hier, und wenn man die wiederum aufmacht, dann, hoffentlich fällt es nicht raus, na, da ist sie, da ist die Tudor Pelagos 39 Titan mit Titanband. Und wenn ich die Uhr jetzt so nehme, das ist wirklich, was soll ich sagen, so ein bisschen wie Spielzeug, wegen eben des Gewichts, weil sie so leicht ist und weil ich eher halt Uhren gewöhnt bin, die so sind. Stahl, schwer, groß, und dagegen ist das halt wirklich so, puh. Fühlt sich echt strange an. Aber egal, das ist nicht, das soll nicht das Problem der Uhr sein. Das ist mein Problem, mein ureigenstes Problem. Ich muss mich einfach mehr in diesen Werkstoff, mit diesem Werkstoff beschäftigen. Und insofern alles gut. Schauen wir uns die Uhr mal näher an. In der Ermangelung von Tudor-Handschuhen habe ich jetzt Rolex-Handschuhe. Ich hoffe, man sieht es mir nach. Schauen wir uns mal an. Ich habe hier einen neuen Versuchsaufbau. Ich hoffe, es klappt und ihr seht was und ihr seht das gut. Schauen wir mal. Wir haben hier einen wunderbaren Schliff. Wir haben einen satinierten Schliff, und auch auf den Hörnern ist es so. Im Grunde ist es, wie wir das schon von den oder noch von den vier- und fünfstelligen Rolex-Modellen kennen, dieser schräge Schliff, der ja dann später zu einem geraden Schliff wurde, bei den Einführungen der sechsstelligen Referenzen. Hier ist es, wie gesagt, der schräge Schliff, und noch was kommt einem bekannt vor, nämlich die Phasen, diese breiten Phasen, man könnte jetzt sagen Bexley-Phasen, wie man das bei den Vintage-Modellen kennt, die haben wir hier auch, allerdings sieht man hier, glaube ich, ganz gut, die sind nicht poliert, die sind satiniert hier, und somit ist die ganze Uhr eigentlich, hat diesen satinierten, diesen matten Look, was mit dem Titan, natürlich mit der Farbe des Titans, sehr, sehr schön harmoniert. Was auffällt ist, wir haben ein anderes Lünettendesign verglichen mit den normalen Pelagos-Modellen, und zwar haben wir eine Lünette, die übersteht, über das Gehäuse drüber steht,
und entsprechend auch angeschrägt ist. Das sieht man hier hoffentlich ganz gut. Das Ganze macht die Lünette recht greifbar, recht griffig. Wir haben eine 60er Rastung, die, ich führe das jetzt mal kurz vor hier. Die Lünette, muss ich sagen, es sind nur 60 Rastungen gegenüber 120 wie bei der Submariner, aber sie fühlt sich irgendwie trotzdem noch hochwertiger an, wenn man sie dreht. Das ist wirklich haptisch ein echt gutes Erlebnis. Im Gegensatz zu den anderen Pelagos-Modellen ist die Lünette hier mit einem Schliff versehen, und zwar mit einem Sonnenschliff. Es ist weiterhin eine Keramiklünette, aber eben mit Sonnenschliff. Das verleiht der Lünette so ein bisschen Struktur, macht sie auch ein bisschen heller, aber, und da hatte ich erst so ein bisschen Bammel, es ist aber nicht so, die Uhr wirkt nicht zu shiny dadurch. Also das passt schon ganz gut. Wir haben typisch wie bei den Pelagos-Modellen die Musterung der Lünette, beziehungsweise das Design der Lünette ist wie bei den anderen Pelagos-Modellen. Wir haben also die ersten 15 Minuten nur mit Strichen. Es gibt keine Nummer 10, es gibt 20, 30, 40, 50 und dann die 5 Minuten Striche dazwischen. Die Lünette ist mit Leuchtmasse versehen. Das schauen wir uns auch kurz an, wenn wir das denn hier irgendwie hinkriegen. Und das leuchtet dann wunderbar blau, auch sehr intensiv. Dazu gibt es ein sehr flaches Glas, natürlich Saphirglas, und das ganze Glas ist innen entspiegelt, also nur einfach entspiegelt, nur innen. Den Sonnenschliff von der Lünette, den soll man auch auf dem Blatt wiederfinden. Und da wird es so ein bisschen schwierig, weil als ich die Uhren gestern Abend bekommen habe, da habe ich gedacht, okay, da ist eigentlich kein wirklicher Sonnenschliff, das ist einfach nur matt. Aber heute Morgen beim, als die Sonne hier reinschien und ich die Uhr mal wirklich in die pralle Sonne gelegt habe, da sieht man tatsächlich, es ist ein Sonnenschliff da, aber auch der ist eher dezent. Es ist also nicht so, wie man das kennt von der Hulk oder der goldenen Submariner mit dem blauen Blatt, dass das so wirklich ein erschlägt fast, sondern es ist ein sehr dezenter Sonnenschliff, es ist nicht zu strahlend und es wird auch, glaube ich, gar nicht zu der Uhr passen mit ihrem matten Look. Der Pelagos-Schriftzug, der ist in Rot gehalten, also nein, er ist natürlich nicht in Rot gehalten, sondern er ist in Kirschrot gehalten, das ist ganz wichtig. Kirschrot ist er und erwartungsgemäß sieht das natürlich ganz, ganz wunderbar aus. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen prominenter, ein bisschen größer oder ein bisschen breiter gewünscht. Ich kenne das von der FXD, da gibt es den Pelagos-Schriftzug, dann kommt Chronometer, dann Officially Certified und dann die Tiefenangabe. Hier ist es umgekehrt, hier kommt die Tiefenangabe direkt unter dem Pelagos-Schriftzug. Und ja, irgendwie, ich glaube, umgekehrt wäre es ein bisschen schöner gewesen. Aber ganz ehrlich, das ist nur wirklich jetzt Jammern auf ganz hohem Niveau. Der Höhenring, der ist perlgestrahlt und steht steiler als bei den klassischen Pelagos-Modellen. Das bedeutet auch, bei denen ist es ja so, dass der Höhenring in die Indexe quasi reinläuft. Das ist hier nicht der Fall. Hier ist es wirklich so, dass die Indexe nicht in den Höhenring reinschneiden. Kann man jetzt geteilter Meinung sein, was besser aussieht. Mir gefällt ehrlich gesagt beides ziemlich gut. Die Indexe sind, wie man das schon von der Black Bay Pro kennt, keine herkömmlichen Leuchtindexe mehr, sondern es ist diese Keramikleuchtmasse, die sich wirklich in Blöcke dann entsprechend formen lässt und ohne Umrandung auskommt und direkt auf dem Blatt steht. Das ist, wie gesagt, auch hier der Fall und es sieht wirklich sensationell aus. Gut aus. Einzig die Verarbeitung, wenn man ganz, ganz genau hinschaut, zumindest hier bei den zwei Modellen, die ich habe, da sieht man, dass die Kanten dieser Klötzchen nicht 100% exakt ganz fein gerade geschnitten sind, sondern so ganz leichte Höhen und Tiefen haben. Aber das sieht man wirklich nur mit einer sehr, sehr, sehr guten Lupe. Insofern ist das vernachlässigbar. Ich glaube, hier im Video oder auf den Bildern habe ich es überhaupt nicht einfangen können. Aber wir haben mal drüber gesprochen. Das ist ja auch wichtig. Kommen wir zum wichtigsten Punkt bei einer Tudor. Und das ist die Bauhöhe. Wir kennen das Leid. Und es scheint, als hätte Tudor da wirklich zugehört und reagiert. Die
Pelagos 39 ist wirklich sehr, sehr flach. Man sieht es hoffentlich hier so ein bisschen. So. Also das ist super. Wir sprechen von 11,8 mm. Das ist fast 1 mm nochmal weniger, als das bei der FXD ist. Und auch flacher als die Black Bay 58. Ich habe selber mal nachgemessen. Ich kam auf 11,9 noch was, aber ich habe hier nur so ein Billigmessgerät. Insofern vertraue ich mal lieber den Angaben, die Tudor da macht. Die Pelagos 39 hat kein Heliumventil. Sie ist auch nur bis 200 Meter wasserdicht. Das muss ich sagen, ist okay, aber ich hätte 300 Meter irgendwie cooler gefunden, vor allem, weil sie dann noch mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, professioneller gewesen wäre oder sich professioneller abgesetzt hätte von den Black Bay Modellen. Aber okay, wie gesagt, mit 200 Metern kann man sicherlich auch ganz gut leben. Was spannend ist, ist der Kronenschutz. Der ist nämlich spitz. Das ist quasi, ja, Pointed Crown Guards wie früher. Die Krone selbst ist mit einem Tudor Shield versehen. Lässt sich auch super anfassen, super bedienen, selbst hier mit Handschuhen. Und wenn man sie aufdreht und rauszieht, dann sieht man auch diesen einen Dichtungsring, der hier ist. Es gibt nur eine Position natürlich, die zum Verstellen der Uhrzeit, weil natürlich die Uhr hat kein Datum. Das ist wieder so ein Punkt, der wird die Community spalten. Es gibt welche, die sagen werden, ja, tolle Uhr, aber ohne Datum kaufe ich sie mir nicht. Es gibt welche, die sagen, ja, na, Gott sei Dank hat sie kein Datum. Ihr wisst, ich gehöre eher zur letzteren Gruppe. Und ich finde es super, dass sie so aussieht, wie sie aussieht, ohne Datum, weil das ein sehr, sehr cleaner Look ist, weil das ein sehr, sehr aufgeräumter Look ist, ein sehr symmetrischer Look ist. Das finde ich fantastisch. Schauen wir uns zur Abwechslung auch nochmal die Uhr mit dem Kautschukband an. Hier sehr schön zu sehen, wir haben einen Boden aus Edelstahl, das ist also kein Titan, und da sind Gravuren drauf zu finden, und zwar Tudor Genève und Calibre Manufacture. Zum Einsatz kommt hier das MT5400 Automatikkaliber von Tudor, das wir schon kennen aus der Black Bay 58 beispielsweise. Und es ist ein doppelseitig oder beidseitig aufziehender Rotor dort drin. Wir haben eine, wie heißt es so schön, amagnetische Siliziumfeder. Wir haben 70 Stundengang Reserve und das Ganze bei 4 Hertz, sprich 28.800 Halbschwingungen. Wie schön auf dem Zifferblatt zu lesen ist, die Uhr ist Chronometer, offiziell zertifizierter Chronometer, sprich COSC zertifizierter Chronometer. Was bedeutet Gangabweichungen maximal im Bereich von minus 4 bis plus 6 Sekunden. Das reicht Tudor allerdings nicht. Die wollen mehr bzw. weniger. Und deswegen gibt es einen Test von der eingeschalteten, bereits fertigen Uhr. Und nur wenn die Uhr dann im Bereich zwischen minus 2 und plus 4 läuft, nur dann geht sie raus. Also nochmal ein bisschen besser als die Chronometernorm. Maße habe ich noch für euch. Und zwar habe ich gemessen 39,9 mm über die Lünette, dann mit der Krone, so, sind es 43,1 mm, Lug to Lug sind wir bei ebenfalls sehr angenehmen 46,9 mm und die Höhe, ja, ich sagte ja schon was zur Höhe, aber allein dieses Gehäuse Mittelteil selbst, das liegt bei 6,4 mm. Das ist immer noch ein bisschen mehr als bei ihr hier, als bei der Little Big Red Sub, der, warum wird es jetzt dunkel, Sea Dweller. Da sind es 5,9 mm tatsächlich. Das heißt, hier ist es immer noch ein bisschen dicker, rein das Gehäusemittelteil betrachtet. Aber es ist wirklich viel, viel besser und für Tudor also ein deutlicher Fortschritt. Wir haben also nicht mehr dieses Gefühl, eine Schrankwand da am Arm zu haben, sondern das ist wirklich, wirklich echt gelungen. Die Uhr ist aus Titan. Sagte ich schon, dass die Uhr aus Titan ist? Sie ist aus Titan. Und das bedeutet auch, sie ist
unfassbar leicht. Sehr leicht. Mir zu leicht. Aber gut. 111 Gramm bringt die Version mit dem Titanband auf die Waage. Die Kautschukband-Version, die liegt bei 78 Gramm. Beide Bänder sind, wie gesagt, dabei. Man muss also nicht wählen, welches man jetzt kaufen will. Beide sind dabei. Man kann dann entsprechend wechseln oder wechseln lassen. Mir haben sie, wie gesagt, jetzt hier beide Modelle gegeben, damit ich nicht groß hin und her wechseln muss. Man weiß wohl um meine grobmotorischen Fähigkeiten beim Bandwechsel. Das Titanband, wir schauen es uns nochmal ein bisschen genauer an. Das Titanband ist im Grunde, ja, sagen wir, wie es ist, ein Oysterband. Es ist aus dem Vollen gefräst, die Glieder sind aus dem Vollen gefräst, ein bisschen dicker, als wir das normal gewohnt sind. Es gibt keine Fake-Nieten und es gibt aber auch keine Solid-Endlinks, sondern wir haben hier Bandanstöße, wo dann einfach das Band dann reingefädelt ist. Und das ergibt ja auch durchaus Sinn, weil sowohl das Titanband als auch das Kautschukband nehmen ja diesen Bandanstoß, wo sie dran ansetzen. Und insofern ist klar, dass der nicht am Titanband dranhängen darf, weil sonst bräuchte man noch mal eins fürs Kautschukband. Das Titanband, das verjüngt sich leider sehr schnell, relativ stark in den ersten drei Gliedern von 20,6 auf 16 mm. Das ist ein Design, was wir von Rolex kennen, wo Rolex jetzt ein bisschen abgekommen ist und ist nicht mehr ganz so dünn gestaltet. Hier hat man es noch. Ich finde es schöner, wenn das ein bisschen langsamer sich verjüngt, aber man muss halt auch sagen, dadurch, dass das halt so schnell hier geht, kann man das Band extrem klein einstellen und es soll ja eine Unisex-Uhr sein für Damen, für Herren, für alle und insofern ist es ganz sinnvoll, dass man das so gemacht hat. Die Schließe wiederum, die ist echt recht lang, die ist recht groß, die ist 46x18 mm. Wir haben einen Sicherheitsbügel mit einer wirklich sehr, sehr schönen Tudor-Krone, aber die ist auch sehr scharf. Und wenn man jetzt so das aufmachen will, dann rammt man sich die Krone genau unter den Nagel. Das ist sehr unangenehm, deswegen besser so aufmachen hier an der Seite, das geht auch. Und das ist ein bisschen einfacher und weniger schmerzvoll. Wir sehen, die Verarbeitung dieser Schließe ist echt hochwertig, wirklich gut gemacht, sehr, sehr massiv. Wir haben das T-Fit-System. Wir heben das Ganze an und dann kann man das hier entsprechend verstellen. Es gibt fünf Positionen gibt es. Die Frage ist dann, warum ist diese Schließe überhaupt so lang? Weil so 8 mm kann man sie verstellen. Das ist gerade mal etwas über die Hälfte. Wofür also so lang? Natürlich, es gibt auch noch eine Tauchverlängerung. Die ist auch noch dabei. Die ist auch sehr, sehr hochwertig gemacht. Da drückt man hier drauf. Und dann geht es da auf. Verlängertes Band um 2,5 cm. Ich persönlich würde sie wahrscheinlich rausnehmen, aber wer tauchen will, der lässt sie natürlich besser drin. So geht es wieder rein. Und ja, man sieht, da sind schon so ein paar Kratzer sind schon drin. Das ist halt, Titan Grad 2 ist ein bisschen weich und nur vom Auf- und Zumachen. Ich bin tatsächlich erst, glaube ich, der Zweite, der diese Uhr in Händen hält, trotzdem. Es gibt aber, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, für Titan irgend so einen Stift, so einen Glasfaserstift, wo man das wieder sehr, sehr schön und ohne Materialabrieb wieder schön machen kann. Glaube ich zumindest. Kenne ich mich nicht aus, vielleicht wisst ihr das besser. Wie gesagt, ich habe es nicht so mit Titanuhren, aber irgendwas erinnere ich mich da, war da mal. Sehr, sehr schön. Jedenfalls sind hier diese Keramikkügelchen, die es hier überall an der Schließe hat. Das ist schon wirklich eine tolle Qualität, die Tudor hier bietet. Das Kautschukband, das verjüngt sich nicht so stark wie das Titanband. Ist sehr schön gemacht, erinnert von seiner Optik so ein bisschen an das Oysterflex von Rolex. Die Lochung, die fängt sehr, sehr früh an, sodass man das Band wirklich sehr, sehr eng stellen kann. Und
die Uhr dann entsprechend für wirklich sehr kleine Handgelenke geeignet ist. Die Stiftschließe, das ist auch wieder eine Titanschließe. Es gibt dazu, das habe ich jetzt nicht hier, ein Verlängerungsstück nochmal, das könnt ihr dann dazwischen machen, das hat dann auch nochmal eine Schließe und da verlängert ihr das Band um ganze 11 cm sogar. Ja, wie gesagt, es sieht alles so ein bisschen aus wie das Oysterflex vom Design her, nur auf der Rückseite fehlen halt diese Flügelchen, dafür hat man jede Menge Snowflake-Zeiger dort hingesetzt. Snowflake-Zeiger, das hat natürlich die Uhr auch selber und ich muss sagen, nirgendwo passt es so gut wie bei den Pelagos-Modellen, weil natürlich auch die Indexe hier quadratisch sind oder rechteckig sind und das passt natürlich, finde ich persönlich, viel besser als bei den Black Bay-Modellen mit den runden Indexen. Das Design kommt natürlich von den alten Snowflake Tudor Submarinern aus den, was waren es, 70er Jahren und alles leuchtet in einer Farbe, nämlich in diesem Blau. Was ist das nur für eine Leuchtmasse? Das ist eine gute Frage. Ich habe gestern mal die Uhren angestrahlt zusammen mit meiner Sea-Dweller. Der Farbton ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Ist es Chroma Light? Man weiß es nicht. Tudor sagt es nicht. Sie sprechen nur von Leuchtmasse. Okay. Interessant sind die Zeiger. Das sind nämlich wirklich so Shadow Hands, so wie das früher Rolex bei der Explorer 2 gemacht hat, bei der Orange Hand. Man sieht also hier quasi die Mitte überhaupt nicht, beziehungsweise das Gegengewicht vom Sekundenzeiger, das sieht man auch im Grunde gar nicht. Das ist schon auch wiederum eine sehr, sehr spannende Optik. 4.200 Schweizer Franken kostet die Uhr, respektive 4.110 Euro, kommt mit einer 5-Jahres-Garantie. Wie bei üblich bei Tudor, die Garantie ist übertragbar. Also wenn die Uhr mal den Besitzer wechselt, wechselt die Garantie mit. Das ist ganz wichtig. Und man muss sich auch nicht für die Garantie registrieren. Das ist also alles sehr, sehr easy. Erhältlich ist sie ab sofort. Also geht hin, schaut sie euch an mit den beiden Bändern. Und macht euch eure eigene Meinung und schreibt sie mir natürlich bitte gerne, was ihr von der Uhr haltet. Für mich muss ich sagen, mein Fazit, ich bin tatsächlich extrem angetan von dieser Uhr. Es ist vielleicht nicht alles perfekt, zum Beispiel gibt es sie nicht in Stahl, aber Spaß beiseite, ist schon echt ein ordentliches Ding, was Tudor da vom Stapel gelassen hat. Einfach so mal zwischendurch. Ich freue mich, dass es mit der Pelagos-Linie weitergeht, dass es nicht immer nur Black Bay, Black Bay, Black Bay heißt, sondern auch mal was anderes. Da haben sie echt alle überrascht. Wie gesagt, Uhr gefällt mir ziemlich gut. Ich finde es schön, dass es viele, viele Anleihen gibt, designmäßig, an die Historie des eigenen Hauses, des Mutterhauses. Aber trotzdem man doch eine sehr, sehr eigenständige Uhr hat und eine äußerst toolige Uhr am Handgelenk hat, trotz nur 200 Metern, aber immerhin. Ich bin echt begeistert, muss ich sagen, auch von der Größe, das ist super. Und ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, wenn man sieht, was diese Uhr alles kann und macht und wie die Verarbeitung ist und was da für ein Werk drin ist. Und wenn man sich dann mal umschaut, ohne jetzt Namen zu nennen, was in der 4.000-Euro-Liga oder andernorts gespart wird, dann muss man ganz ehrlich sagen, das ist schon sehr amüsant zu sehen, wie Tudor da wieder mal den Uhrenmarkt, die Uhrenbranche aufwirbelt mit dieser Uhr. So, jetzt will ich aber eure Meinung wissen. Wie gefällt euch die Tudor Pelagos 39, auch wenn ihr sie jetzt noch nicht gesehen haben solltet, live? Schreibt es mir auch, was euch besser gefällt, womit ihr die Uhr tragen würdet, mit dem Titanband oder mit dem Kautschukband, was ihr vom Sonnenschliffblatt und der Sonnenschlifflünette haltet, was ihr vom Design haltet, von der Höhe, alles. Ich möchte alles wissen. Schreibt es mir gerne hier in die Kommentare oder natürlich auch ins Forum, wo immer ihr mögt. Wenn euch das heute gefallen hat, dann freue ich mich auf euer Like. Und
ja, wenn ihr ein Abo dalassen wollt, lasst euch nicht aufhalten. Da freue ich mich natürlich auch wieder. Das war's dann auch für heute soweit. Ich wünsche euch jetzt eine tolle Zeit, ein wunderbares Wochenende. Genießt es. Wird langsam herbstlich. Ich mag es mir gar nicht vorstellen, aber es sieht so aus. Ja, habt eine tolle Zeit. Habt's euch wohl. Bleibt gesund vor allem und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.